Hallo Leute, hier ist der Petros und jetzt endlich eine Gameplay-Analyse, auf die ich mich schon so lange gefreut habe. Vielen Dank an Max, GGC Snipemare vom GGC, ja, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Wir sehen hier im Hintergrund ein SWAT-Gameplay, es ist ein relativ kurzes Gameplay und ich habe hier ein Anfangsbild gewählt, mal zum Unterschied, um euch zu zeigen, wo blau spawnt. Ich denke, ihr wisst es, dass die hier unten spawnen. Die Karte ist Loadout und der gute Snipemare spawnt da drüben. Wo ist er? Ich glaube, hier ist er. Und er wählt auch gleich schon die richtige Taktik, wie ihr gleich sehen werdet. Und begibt sich also quasi links auf den Tower und macht da erstmal einen richtig guten Jump ab. Den seht ihr jetzt hier gleich schon. Also wenn der gelingt, dann bin ich schon zufrieden. Manchmal geht es einfach nicht hin. Und er kennt natürlich die Spawns richtig gut. Hört natürlich auch richtig gut mit Headset, wo die Gegner sind. Hier beim Lift hat er gleich den ersten gehabt. Und jetzt hier dann direkt der zweite, dritte und vierte Overkill. Hört dann hinter sich mit dem Headset die hinter ihm chasen. Und er schaut wieder links zum Spawn. Da ist es Gemetzel. Killerstrophe kommt da. Killermanjaro und Killerstrophe. Also besser kann man SWAT-Spiel nicht anfangen. 14:3 steht es. Macht einen Headshot und jetzt haben die Gegner den Spawn wechseln können. Snipemare spawnt jetzt hier unten und die Gegner sind drüben am Red Tower. Und kontrollieren da. Er nimmt jetzt den Lift und versucht die also wieder oben zu pushen. Und also Map Knowledge definitiv. Guter Jump aber von Anfang an. Weiß, wo die Spawns sind. Über sein Aim brauchen wir ja aber uns überhaupt nicht unterhalten. Es läuft absolut richtig gut. An Kritik kann ich sagen, jetzt hier gerade ein bisschen Desorientierung. Kriegt da zu spät mit, dass der Spawn wieder wechselt, dass sie wieder drüben sind. Hat da vielleicht nicht auf sein Team geachtet, wie da die Kills gewesen sind und dass die Gegner da rübergekommen sind. Den kriegt er leider nicht. Das war mit DMR, da war er ein bisschen zu langsam mit der BA. Den kriegt er gerade noch so. Ja, auch ein bisschen Glück gehabt, dass der Gegner nicht getroffen hat und da leider gegen die Wand geschossen. Ja, ein bisschen Pech hat also auch ein guter Spieler, wie man hier sieht. Kann er selber nicht viel dagegen machen, hätte er den einen oder anderen treffen sollen. Hier auch schade, beim Dropshot kriegt er den Kopf nicht mehr. Aber back up auf dem Tower und den einen Sprung, der hat auch keine Chance gehabt. Und wieder runter zum Spawn, guckt, wieder der Doppelte, wieder drüben im Lift, der Dreifache. Schaut wieder runter zum Spawn, wartet drauf, hinter sich, gleiche Reaktion wie vorher am Anfang. Drüben Red Tower hat er, glaube ich, eingesehen, der Teammate hat ihn gekillt, wird wieder von da angeschossen. Er hat ihn also doch nicht gekillt, danach wurde er bestraft, weil er da oben immer noch offen frei rumstand. Hier unten im Gang, das weiß er selber, ist immer sehr gefährlich, da hält er sich eigentlich kaum auf, muss ich sagen, finde ich eigentlich auch relativ eine gute Idee oder gutes Gameplay. Und hier natürlich im Spawner unten auf der Treppe, da hat man keinen Schutz, wenn da einer von oben schießt, keine Chance, Dreifacher, Vierfacher wieder beim Spawn unten gekriegt, Teammate fällt nach unten, der Fünfte zum Spawn, einer war noch links unten, dann schaut er hier bei Red Spawn, 2-1, Gemetzel gegenüber, wieder beim Lift und wieder Katastrophe, Apokalypse. Absolutes Biest, wenn er mal hier auf dem Multiplikator-Kill-Pfad ist, dann geht es auch richtig gut ab. Und hier springt auch mit Absicht nicht runter, weil sie hier oben sind. Unten im Gang ist es immer gefährlich, dann wird auch noch gepuncht. Ja, da hat er leider nicht getroffen, ein bisschen verelbt, ein bisschen zu hektisch vielleicht. Aber er ist auch hart am Pushen, vor allem bei SWAT. Kann man natürlich so spielen, bei SWAT ist auch nicht Teamplay so wichtig. Und da macht er das, was er machen soll. Ja, mit seinem Aim und Kopftreffer versucht er da die meisten Kills so schnell wie möglich zu machen. 560, wie ihr seht, steht schon, es ist gleich vorbei. Er macht noch ein paar Kills. 26 Kills hat er schon im Spiel, also fast die Hälfte von den ganzen 60 Kills, die man braucht zum Sieg. Hier nochmal einen zum Abschluss. 28 Kills hat er gemacht, wenn ich richtig mitgezählt habe, so 3-4 Mal gestorben, eine richtig gute KD. Ja, vielen Dank, dass du uns dieses Gameplay geschickt hast. Ich denke, mir hat es richtig gut gefallen, unseren Abonnenten gefällt es auch richtig gut. Einen Link zu GGC gibt es nochmal in der Beschreibung. Gebt einen Daumen hoch für Snipemare und wir sehen uns gleich zu seiner Spielebewertung. Und ihr dürft gespannt sein, was da von der Note rauskommt. Muhahaha, wird ganz schlecht bewertet. Nee, Spaß, wir sehen uns gleich. Bis dann. Ciao. So, das war jetzt alles ziemlich schnell und ziemlich zügig. Bei so einem kurzen Gameplay war es eigentlich wirklich sehr schwer, alles mit reinzupacken und alles zu sagen, was einem so auffällt. Das hätte man vielleicht sogar im Detail noch ein bisschen genauer machen können, aber so sehen bei uns die Gameplay-Analysen aus und macht es mir Spaß. So hat es ein bisschen was von einem Live-Commentary, ein bisschen was von einer Gameplay-Analyse. Das macht für mich am meisten Spaß und bei dem super Gameplay, auch wenn es nur 3 Minuten 30 waren, war doch einiges Sehenswertes dabei. Und diese sehenswerten Situationen, die beeinflussen jetzt hier diese 3 Punkte.
Bei Movement und Map Knowledge habe ich gleich von Anfang an gesagt, er weiß, wo er sich aufhalten muss, er weiß, wo Top-Control ist, er weiß, wo die Spawns sind und er weiß auch, welche Plätze er meiden muss. Stichwort unten dieser Gang bei Lookout. Nee, Lockout. Und genau das hat er auch gemacht. Teamplay Decision Making, gutes Warn, SWOT Gameplay, ihr wisst, wie schwierig das ist, bei dem SWOT Gameplay diesen Punkt dementsprechend zu beurteilen. Er hat einmal den Spawnwechsel nicht mitbekommen, seine Teammates und so waren auch nicht immer gut, bei ihm war das Decision Making mit den Teammates. Er war so ziemlich der Alleingänger, Alleinslayer und hat da Druck gemacht, ist bei SWOT definitiv auch nicht falsch, aber hier gibt es deswegen auch nochmal ein Pünktchen Abzug. Alien Gun Battles. Ja, da kann man auch nicht viel bemängeln. Es waren zwei, drei hektische Situationen dabei, wo er hätte vielleicht den Kill noch kriegen können. Auf der anderen Seite hat er mal auch ein bisschen Glück gehabt. Aber die Killstreaks sprechen da für sich, die Multi-Abschüsse. Und deswegen kommen hier jetzt deine Punkte 9, 8 und 9. Ich denke, das ist relativ gut. Vielleicht hätte ich bei einem 1C machen können, aber letztendlich waren auch noch ein paar Devs dabei und es war nicht ultimativ perfekt. Und ein ultimativ perfektes Gameplay gibt es auf der Welt nicht. Und deswegen hier diese Punkte und das ist schon ziemlich gut. Das ist natürlich eine 1,4. Ich meine, als Lehrer hätte ich eine 1 plus gegeben, aber dementsprechend richtig gut. Und hier bei den Auszeichnungen, Achtung, Slayer definitiv. Also er hatte eindeutig die Slayer-Position. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne nicht sehr viele Gameplays von ihm, wie es bei Objective Gameplays bei ihm aussieht, ob er eher der Objective-Spieler ist oder ob er da auch Slayer-Spieler ist. Vielleicht schreibst du das mal bei uns unten in die Kommentare. Ich gehe mal davon aus, du siehst das Video. Und dann haben wir hier noch uns entschieden, dich Never Lose Beast zu nennen, weil wenn man dich im Team hat, dann definitiv hat man eine bessere Chance zu gewinnen oder man verliert halt, nehme ich mal an, nicht. Dementsprechend wie der Score bei dem Gameplay aussah am Schluss, war es relativ klar. Und Multiplikator fand ich einfach ein schönes Wort, weil da war heute meine Prüfung drüber über Multiplikatoren und bei so vielen Multi-Abschüssen dachte ich, ich könnte dich als Multiplikator bezeichnen. So, das waren die speziellen Spielerauszeichnungen. Wie immer, macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und genießt die Sonne, geht raus und was weiß ich, unternehmt was Schönes, mache ich nämlich jetzt auch nach den Klausuren. Bei mir steht jetzt Party an. Wünsche euch was. Ciao.